Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den beste Heizkörperwehrkleidungen-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen beste Heizkörperwehrkleidungen-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Oxford Heizkörperwehrkleidung. Die kühle Abdeckung von Vida Designs überzeugt mit einem eleganten Look, der zu einem fairen Preis integriert ist, um sicherzustellen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis groß ist. Es misst eine Gesamtmenge von 82x172x19 cm und ist nur in dieser Variante in weiß lackiertem MDF erhältlich. Das Produkt selbst ist etwas mehr gefährdet, Kratzer oder Feuchtigkeit, aber allgemein ist robust und robust. Dank des oberen Racks können attraktive Gegenstände oder andere Punkte sehr gut gelagert werden und die Reinigung ist zusätzlich unkompliziert. Vor dem Seetop muss es natürlich montiert und auch an der Wandoberfläche befestigt werden. Im Zug auf Nummer 4 haben wir die Designs Heizkörperwehrkleidung. Die Kühlerverkleidung von Oscar begeistert mit ihren geringen Kosten und der richtigen Handarbeit, um sicherzustellen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet ist. Obwohl es nicht ganz so hochwertig und auch sauber verfeinert ist wie einige besonders teure Designs, erfüllt es seinen Zweck voll und ganz und ist auch ästhetisch attraktiv, da es charakteristisch neutral gehalten wird. Es wird zerlegt geliefert, kann aber bequem konstruiert und auch an der Wandoberfläche befestigt werden. Sie müssen beachten, dass der Thermostat nicht mehr einfach zu bedienen ist, wenn alles, was verschraubt und festgeschlossen ist. Auf Platz 3 haben wir die Gittertür-Schranktür. Das Basismodell von HDM konnte uns auch im Test ermutigen, denn es handelt sich um eine unbeaufsichtigte Massivholz-Heizkörperplatte, die nach ihren eigenen Vorschlägen neu lackiert oder getankt werden kann. Es gibt zahlreiche verschiedene Größen zur Auswahl sowie als Ergebnis des Grundgerüstes ist es zusätzlich wirklich als Schranktür oder andere Verkleidung geeignet. Dennoch müssen Sie ein paar Schnitte in der Veredelung machen, da das Holz in keiner Weise mit Sand gereinigt wird. Die Belüftung ist dank des Gitterrahmens hervorragend. Im Zug auf Nummer 2 haben wir die Fineto Heizkörperabdeckung. Das Design von Fineto überzeugte im Test mit einer sehr vernünftigen Rate über eine angemessene Verarbeitung. Da die kühle Abdeckung weiß und aus MDF gefertigt ist sie etwas anfälliger für Feuchtigkeit und nicht so kratzfest wie zum Beispiel Glas oder Metall. Es ist alternativ auch in einer ohne Behandlungsvariante erhältlich, sodass Sie es selbst malen können. Darüber hinaus gibt es auch unterschiedlich gemachte Variationen, die ein bisschen moderner oder traditioneller gemacht werden. Je nach Ausführung genügt die Belüftung des Heizkörpers, aber nicht unbedingt optimal. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Vitriglas-Verkleidung. Das Glasmodell von Adam Firisorunz war der Prüfungsmeister unter den modernen Kühlerverkleidungen zum Aufhängen. Die Verkleidung begeistert mit ihrer Premium-Verarbeitung ebenso wenig wie die Einrichtung. Das Seetop ist wirklich unkompliziert, da dank des tollen Hängesystems die Verkleidung einfach am Heizkörper befestigt werden kann. Die Wärmeleitfähigkeit ist groß, um sicherzustellen, dass die Heizwirkung des Heizkörpers praktisch unverändert bleibt. Aufgrund der Größe ist die Version besonders ideal für Heizkörper mit einer Größe von ca. 90 cm oder etwas extra. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.